Willkommen zurück bei Elden Ring. Ich muss mal kurz gucken. Ja, sieht gut aus. Da ist noch ein bisschen Platz. Ja, es ist nach der letzten Aufnahme, nach dem finalen Kampf gegen gegen Radagon / Marika und die Eldenbestie, und vor allen Dingen, nachdem wir erfahren haben, dass Radagon, dem ich schon die Zerstörung des Eldenrings zugeschrieben habe, versucht hat, ihn zu reparieren. Sprich, das meinte auch die Fingerleserin hier, ihr wisst schon, in der Tafelfeste mit, dass sie da eingesperrt wurde, so bestrafungsmäßig. Das hat sie ja so angedeutet einmal. Jetzt macht das Ganze natürlich auch Sinn. So, ich stelle gerade kurz den Upload an. Zack. Und da können wir auch gerne wieder mit Kamera machen. Ja, das ist jetzt die Aufnahme. Ich denke mal, wir machen so 40 Minuten in der Richtung und schnuppern mal ein bisschen rum. Ich habe jetzt noch nichts vorbereitet, dass wir einfach mal jetzt gucken, ob wir irgendwo was sehen, was finden auf der Karte, was uns noch fehlt. Und einfach dann nochmal gucken. Händler ist klar. Kirche der Drachenkommunion. Haben wir hier neue Sachen vielleicht? Das weiß ich gar nicht. Wir haben ja auch noch nicht alle legendären Waffen. Das kann gut sein, dass damit aber auch die Waffen gemeint sind, die wir kaufen müssen. Sprich, diese Bosswaffen, die wir vielleicht einfach nicht alle haben. Das kann theoretisch auch sein. Wie viele Drachenherzen haben wir? 4. Aha. Das war für Sellen, die ist ja auch nicht mehr da. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das war wegen der Schreie hier. Genau wie hier. Und das haben wir auch inzwischen schon weiter erkundet. Ein paar Markierungen sind noch alt. Hier war auch wegen dem Geschreie. Das brauchen wir auch nicht mehr. Aber wir können gerne einmal direkt hier hingehen und gucken, was wir hier noch haben. Wir können auf jeden Fall in Caelid die Ecke machen. Das fällt mir noch spontan ein. Ich fürchte fast, wir haben keine. Gibt es denn mehr Drachenherzen als Drachenfähigkeiten? Apropos Drachenfähigkeiten, eine Sache nochmal kurz. Wir haben uns das Ende ja versaut, ist klar. Wir wollten ja nicht das Ende der rasenden Flamme haben. Ist sie denn noch da? Nee. Diesen Soundtrack. Okay, das wollte ich nur wissen. Jo. Dann wäre mein Vorschlag, wir machen das mal in Caelid direkt. Und zwar ging es ja einmal da runter. Uns fehlt halt immer noch dieses Dungeon hier. Keine Ahnung. Wir haben immer noch dieses Dungeon nicht gefunden. Das könnten wir ganz gerne als erstes machen. Und danach können wir im Norden noch diesen Golem besiegen. Ach, Marika, ach, Marika. Mann, Mann, Mann. Das wäre total bescheuert, aber das sieht tatsächlich so aus, als wäre es hier hinten.
Das eine unauffindbare Dungeon, ha? Oh, Kaelis. Hat mir aber auch ein bisschen gefehlt. Nicht so wirklich, aber ein bisschen. Vielleicht oben drauf. Irgendwo, vielleicht? Ja. Dieses Soundtrack, ey. Ich würde auch gerne mal runtergehen, aber schon hier die Bo- Ich hab den... Ich hab gedrückt. Ich schwör's euch. Wo ist denn dieses Dungeon? Ich meine, ich gebe mich mit vielem zufrieden, aber jetzt einen Dungeon nicht zu finden, ist schon bitter, oder? Das ist ja ein richtig schlechter Spot zum Starten. Ja, unter dem Erdenbaum. Da würden wir lieber von da laufen. Nice try. Ja, beim nächsten Mal laufen wir woanders lang. Das ist ziemlich blöd. Wie krumme Finger gerade, oder was? Okay. Hallo Erdenbaum, ich find's schön, dass du dich hier in Kaelid so gut durchbeißt.
Der Dopp. Schon triggernd, wenn man den Pad drückt, wenn man das Pad drückt, also die Taste drückt und der einfach nicht springt, ne? Also es war jetzt schon obvious so, dass er nicht springen wollte. Obwohl ich springen gedrückt habe. Ist alles kacke, ne? Das wäre echt das Beste. Okay, wäre schön, wenn wir es jetzt irgendwie hinbekommen und nicht nochmal darunter fallen. Ich sag's ja nur. Ich glaube, ich weiß das Problem. Kann das sein, dass man im Fallen das nicht drücken kann? Was mir noch nie so richtig bewusst aufgefallen ist? Also springen ist klar. Wenn ich jetzt fall? Nee, ich springe ja immer. Ich kann hier nicht tief genug fallen. Tatsache. Okay, wir müssen also springen, damit wir springen können. Sprich, wir müssten so machen und dann können wir rüber. Das ist ja mega weird. Okay. Gut, muss man einmal wissen, dann geht's ja. Schlimmer als Radagon und die Eldenbestie zusammen. Entschuldigung. Ist was Lustiges? Als ich Sekiro aufgenommen habe vor eineinhalb Monaten, da habe ich noch gesagt, bald kommt Elden Ring raus und hier Infos. Und da habe ich euch irgendwelche Infos vorgelesen und euch gesagt, dass ich die geile Limited Collectors Edition bekomme. Und jetzt haben wir es schon fast durchgespielt und gerade 50.000 Runen verloren. Ich wollte es nochmal sagen. Das ist schon verrückt. So, dann lassen wir uns hier doch runterfallen, weil das irgendwie... Dann kann man halt keinen Korrektursprung machen, ne? Das ist halt mega dumm.
Ja. Nein! Alter, das ist doch so dumm. Oh. Warum kann man denn im... Alter. Mein Nemesis, der Fallschaden. Was eine Scheiße. Und dann sterben wir ungleich instant. Wartet ab. Ja, und ansonsten haben wir noch einen Gegner tatsächlich, den wir besiegen müssen. In, unten. Da müssen wir eh nochmal gucken. War das Astel oder wie das heißt? Oh, auf den Boss. Oh. Ach, das Nürnberg-Platz wird super. Wenn man dann schon weiß, was teilweise kommt. Was? Was macht sie denn auch? Okay, wir versuchen es da mal ohne Pferd. Wir haben, glaube ich, jetzt schon hier mehr Tode als bei Radagon, oder? Ich habe das nicht geschnitten bei Radagon. Wie viele Versuche haben wir gebraucht? 10, 15? Also wir sind jetzt hier auch schon bei 5, 6. Ja, ja. Was ich auf jeden Fall machen würde, beim nächsten Mal. Entschuldigung, also New Game Plus wäre ein strukturierteres Vorgehen. Das habe ich mir vorgenommen. Wir würden ganz strukturiert Limgrave machen. Na, ich bin schon wieder nicht gespannt. Was ein Scheiß. Also wir tryen... Ja, nein, das heißt, ich will den ja besiegen. Es wird ja kein Weg nach vorbei gerade. Genau wie der Typ mit... Der schwarzen Klingentyp. War bei Rani da oben. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Und der ist richtig kacke. Deshalb sage ich ja auch dauernd, es gibt halt so coole Gegner wie Radagon. Der war cool. Die Eldenbestie war okay. Ich habe einfach einen Marker gesetzt. Die war okay. Da braucht bessere Gegner. Also, die war okay. Aber halt auch sehr stark. Wie habe ich das denn gerade so selbstsicher gemacht so oft? Jetzt habe ich schon wieder Angst, hier runter zu springen. Ein kleiner Backjump. Okay. So, hier runter. Gib mir Radagon wieder. Oh, was für eine tolle erste Aufnahme. Müde gerade. Was für eine erste was für eine tolle erste Aufnahme nach dem Finale, wenn man dann dauernd einen Fallschaden stirbt. Aber okay, das gehört halt dazu. Das gehört dazu. Stell dich mal vor, wir würden irgendwelche Glitches suchen oder sowas, dann würden wir nur dauernd sterben. Okay. Okay. Just ist so sehr. Okay. Okay. Boah, ist das kacke. I feel you. Wer hat das gemacht? Und wie bin ich hier damals First Try runtergekommen? Alter,
Und dann immer der Reitweg dahin. Oh. Oh nein, wir haben ja noch. Oh nein. Oh nein. Oh nein, der Erdenbaum. Den haben wir ja auch noch. Ganz blöde Frage. Jetzt hier sowas geht nicht. Nee. Kommt mir den Stempel nett gemeint, aber irgendwie kacke. Das alles hier. So, der Sprung hier ist halt echt scheiße. Okay, das war überraschend gut. Sturmwind sauber. So, und jetzt bitte viel Schaden. Ach du Scheiße. Ist das scheiß wenig Schaden. Krit ihn! Mein Gott. Beweg dich doch mal, mein Gott. Boss. Okay, yay. Ja. Und jetzt? Zorn anbieten. Ja, eine Golem-Hellebarde hatten wir auch schon. Das ist jetzt nicht so geil. Ich weiß nicht, wo dieses Dungeon sein soll.
So, darauf war der Golem da oben. Da oben ist die Statue, die da runter zeigt. Jetzt müsste das eigentlich irgendwo... Wir reiten einfach mal die Felswand ab. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das ein Dungeon ist, der von Radaren aus zugänglich ist, aber... Nope, die Mega, nope, nope. Ne. Nein. Irgendwo unter der Festung vielleicht? Lol. Ernsthaft, dann war irgendwas. Mikela. Wir lieben dich. Aber... No Danjo. Weird, oder? Weil irgendwie keiner das findet, glaube ich. Oh, okay. Unterirdische Gruft suchen. Ja, das glaube ich ja auch. Erdenbaum suchen.
nicht hier, daher Erdenbaum suchen. Da war aber da auch nix. Also es zeigt schon obviously nach unten. Das Geräusch ist geil. Wir haben beim Erdenbaum ja das eine Dungeon, aber das kann ja nicht damit gemeint sein. Da sind wir uns ja einig. Vielleicht links neben dem Erdenbaum in der Wand, was auch Quatsch ist. Ja, sonst würde ich halt wirklich gucken. Also ich will jetzt auch nicht, wir haben ja alles einmal erforscht. Ich bin jetzt auch nicht mehr in der... ich lasse mich nicht spoilern, Phase. Storymäßig ja, aber jetzt, wenn das Dungeon Nummer hier irgendwo ist und ich finde es beim 10. Mal noch nicht, dann gebe ich. Okay, ich guck mal kurz. Als wenn. War Dead Catacombs. Mir wurde auch übrigens schon gesagt, dass ich eine Rüstung übersehen habe. Das können wir gleich, wenn wir nach der Katakombe hier noch Zeit haben, können wir die mal gucken, wo die sein soll. Das wurde mir nur gespoilert. Haben wir denn sonst alle? Ich guck mal gerade interessehalber. Das sind die Drachenhügel. Jetzt habe ich hier gerade nämlich eine Karte offen. Celia. Celia Hideaway. Ist die hier? Abandoned Cave. Hä? Hier? Geldtunnel, Coal, Goal, Cave, Kaled, Kette. Was? Lol! Really? So viel haben wir. Ich glaub's erst, wenn ich's sehe. Nagelt mich nicht auf einen Millimeter fest. Nichts. War Dead Catacombs.
Alter! Was? Was? Oder um es mit den Orks aus, ja, genau. Um es mit den Stimmen der Orks aus Gothic 3 zu sagen. Was? Ja. Logisch, hätte man ja drauf kommen können. Oh Mann. Ja, aber dann seht ihr mal, dann haben wir jetzt ja noch 3 Ziele gefunden. Die restlichen Katakomben, die wir nicht gefunden haben. Das sind ganz schön viele. Wir ignorieren mal die Nachrichten gerade. Wir haben nichts zu verlieren eigentlich. Fäuleritter gegen... Können wir mal kurz ausprobieren? Spawnen die nach. Das ist ziemlich weird, was hier abgeht. ja, also. Wenn ich das richtig verstehe, wollen wir da oben hin oder wo war jetzt der Hebel? Ich denke mal, die Bogenschützen waren nicht. Okay, die kommen wirklich immer neu. Wir bekommen aber die Runen, das ist eigentlich ganz lustig. Also das hier war. Wow! Danke! Alter, was? Ich glaube, ich wollte hier runter, ich weiß es aber noch nicht sicher. What? No? Nein? Was tust du? Nein! Alter, really? Diese scheiß Bewegungssteuerung! Ja, okay. Jetzt haben die Spaß. Das ist ja schön. Freut mich, dass ich... Okay. Ja, gut. Das ist doch... Haben wir hier ein paar Leute zusammengeführt. Das ist doch ganz nett. Oh, hallo. Du Arsch.
nervst mich die ganze Zeit. Mit deinem blöden Bogen. Blöder Bogen. Blöder Bogen, habe ich gesagt. Nee, hier war das noch nicht. Hört auf, mich zu verwirren hier. Aua! Warum mache ich das hier überhaupt? So, lasst euch von mir nicht stören, ja? Ich würde nur gern hier den Hebel umlegen. Für irgendeine Tür. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet, danke. What the fuck? Ah, hier, okay. Gut, ciao! Marika Statue? Nein. Ah, es wird... Och, nee. Ich hab drauf gewartet. Katakomben der Kriegsopfer. Ja, mein Vorschlag wäre aber, wir nehmen... Ihr wisst schon. Einfach nur, weil wir den Boss jetzt schon so oft hatten. Und wir den auch nochmal solo werden besiegen müssen. Nämlich unten. Ich meine, es wäre Astel gewesen. Daher ist das jetzt nichts Besonderes, was sich irgendwie als Herausforderung lohnt, sondern einfach nur eine repetitive Angelegenheit. Das ist, gilt übrigens auch für das New Game Plus. Es kann sein, dass ich eben solche Bosse hier dann nicht akribisch machen werde. Sondern mir die Zeit dann eher für Sachen spare, die wirklich spannend sind. Die Attacke, das ist natürlich irgendwie... Achso, und die macht das auch das Zeug. Dankeschön. Hui, der war stark. ...64.000 Asche des Rotmähen-Ritters Ocker. Goldene Saat. Davon haben wir jetzt aber auch schon gefühlt Millionen, oder? Von der goldenen Saat. Yay. Yay.
Oh mein Gott, wir haben sie gefunden. Ich kann es nicht so richtig... Es ist immer noch da! Hä? Mehr gibt's aber wirklich nicht. Du und du. Einmal neu laden. Einmal neu laden. Safe, einmal neu laden, ist weg. Aber ich war doch Gated Catacombs. Ich war doch da. Es ist immer noch da. Warum bist du noch da? Und hier sollen Katakomben sein? Also die hätte ich jetzt nie gefunden, wirklich. Niemals. Hier waren wir, hier war ja der zweite Ritter. Hier unten. Sicherlich. Ja. Ja, da waren wir, aber da waren wir nicht. Ich erinnere mich, da sind wir nicht weitergegangen, weil wir Richtung Rotmähne gelaufen sind. Krass. Okay. Meine Schuld. Da haben wir nicht sauber erkundet. Okay, das ist wirklich meine Schuld. Hätte ich finden müssen, nachdem wir eigentlich in der Nähe waren. Wie viel Schaden machen wir jetzt gegen die Dinger hier? Oh, nice. Hört auf, euch gegenseitig zu essen. Macht man nicht. Das ist Kannibalismus. Hört auf damit. So. Boah. Mein Gott. Schön rote Augen. Ciao. Okay, also wie gesagt, hier waren wir. Und da ist auch wieder das Ding. Wenn ich den jetzt aktiviere, wird der andere deaktiviert vielleicht. Oder bleiben beide aktiv? Ich bin nicht da. Was ist denn da? Hallo, seid ihr Pinguine? So halb? Ihr seid Pinguine! Jeder Mensch liebt Pinguine. Und guck mal hier, sogar noch sowas. Dunkelschmiedestein 4. Und tatsächlich eiskalt von mir nicht entdeckte Katakomben. Und sowas meine ich, das werden wir natürlich alles nachholen. Hi. Willst du unbedingt kämpfen? Schlägst dich gar nicht so schlecht. Aber Abzüge in der B-Note. Was ist mit der Schar noch? Hallo? Ich bin nicht mehr drin. Ich weiß, wir wurden eingesporrt, aber... Asche von Mirandas Spross.
Wäre auch zu einfach gewesen. But rare is the lever. Es wird aber nicht hier... Das ist keine Boss-Tür, oder? Rausgenommen. Was habe ich gerade rausgenommen für einen? Zwei für einer drin. Bin ich blöd? Was? Moment mal, was habe ich hier gerade für einen Talisman rausgenommen? Talisman, warum? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wir haben gerade viel mehr Schaden bekommen, nachdem ich den Sprungangriff-Talisman rausgenommen habe. Okay, also irgendein Weg. Ich muss das unbedingt deaktivieren. Das ist so blöd. Also irgendeinen Weg übersehe ich gerade. Wo denn? Hier. Warum ist das jetzt aufgegangen gerade? Gibt es dafür irgendeine Erklärung, warum das jetzt beim Vorbeigehen sichtbar geworden ist? Agile Person, heilige Versuchung. Wie immer, wir gucken. Das können wir gerne probieren. Wir waren zu spät hier. Richtig? Wir waren zu spät hier. Wir haben ein paar neue Kriegsaschen bekommen. Wir haben zum Beispiel das hier. Oka ist der dienstälteste Rotman-Ritter und studierte gemeinsam mit Radan die Techniken zur Gravitationsbeherrschung. Nach einem Kriegsschrei kann er einen Regen aus Gravitationspfeilen entfesseln. Allerdings nur einmal. Ah. Dann haben wir die Soldaten von Radan. General Radan-Soldaten galten als meisterhafte Krieger und man sagt, dass die Rotmänen keine Schwäche kannten. Dann
hat man gerade dieses Spross, Mirandas Spross. Asche, dies sind die Geister süßer kleinen Miranda-Blumen, die sich von menschlichem Fleisch ernähren. Sie bewegen sich langsam, kriechen vorwärts und verbreiten giftige Pollen. Verwundbar durch Feuer, passt gut auf die kleinen Schätze auf. Schätzchen auf. Was haben wir jetzt gerade bekommen? Ich hab bald ein Sieb hören. Waren die das? Haben wir die Soldaten von Radaren gerade bekommen? Oh Mann. Okay. Nice. Katakomben von Caelid. Also wie gesagt, dann habe ich Angst vor den anderen Gebieten. Dann können wir jetzt noch einmal kurz gucken. Wir haben ja noch eine hier. Könnte von Aeonia oder eben von oben aus erreichbar sein. Müssen wir mal gucken. Und dann haben wir doch jetzt auf die Schnelle mehr gefunden, als ich dachte. Was uns noch fehlt. Schockierenderweise. Okay. Abandoned Cave. Also es könnte auch hier drauf sein. Ja, es ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Das liegt daran, dass das Spiel halt dann doch sehr vertikal teilweise verläuft. Niemand mag euch. Wirklich niemand. Abandoned Cave. Ach, come on. Das ist aber ja auch schon. Das ist schon eine sehr spezielle Höhle. Die anderen okay, aber die hier ist ja zum Übersehen gemacht, oder? Yay, Gift. Wie passiert das eigentlich, dass in E-Mails im Betreff was drinsteht, was gar nicht zum Inhalt passt? Ja.
die Höhle ist kacke. Alter. What? Warum sind hier so viele von den Dingern? Schlangenbogen, okay, guck mal. Ne, guck uns jetzt an, sonst vergesse ich das wieder. Schlangenbogen. Schlangenbogen? Schlangen. Oh, der ist schön. Ein ungewöhnlicher Bogen, geformt wie zwei Giftschlangen, stammt von den als gestaltlose Schlangen bekannten Assassinen, verleiht mit heidnischer Magie abgefeuerten Pfeilen Giftschaden. Aber sein wahrer Wert zeigt sich, wenn ihr mit von Gift erfüllten Pfeilen schießt. Sorry, kann ich nicht liegen lassen. Schlangenzahn. Die Ecke ist aber auch gemein, ne? Okay. Ja, wir gucken mal, was es ist. Unnötig, ja, okay. Ja, okay. Oh. Goldskarabäus. Okay, ein Talisman. Neues. Goldskarabäus. Gewährt euch mehr Runen von besiegten Gegnern. Ein Talisman, der dem Skarabäus nachempfunden ist, dem Träger von Schätzen und wertvollen Dingen. Dieser Goldskarabäus erhöht die Menge an Runen, die ihr von besiegten Gegnern erhaltet. Hätten wir mal früher gebrauchen können, oder? Vor allen Dingen, das Absurde ist ja, die Emotes klappen einfach nie, wenn ich will, dass sie funktionieren. Wirklich nie. Das ist so blöd. Okay. Haben wir das. Und damit hätten wir Caelid jetzt eigentlich abgeschlossen. Damit haben wir das nachgeholt. Warum die Statue nicht weggeht, kann ich euch nicht sagen. Katakomben der Kriegsopfer. Habe ich da irgendwas drin übersehen, weshalb die nicht weggeht? Aber die geht doch eigentlich nach dem Entdecken weg, oder?
Weiß ich nicht. Würde ich mir mal ein Video angucken, wo jemand das macht, ob wir hier irgendwas von übersehen haben. Das Einzige, was mir halt einfallen würde, wäre in dem Raum unten. Oh, warte, da muss ich rangehen. Warte mal eben. So, sorry. Zeit für dies, gut umschauen. Ja, nicht nur das. 113.000, ich weiß gar nicht, haben wir ein paar bekommen? Die bekriegen sich ja die ganze Zeit. Ich höre nur das Schlagen im Hintergrund. Sorry, da muss ich kurz rangehen. Also, wir haben uns hier unten nicht richtig umgeguckt. Das ist das Einzige, wo... Ah, guck mal hier. Kollabierende Sterne. War das vielleicht jetzt das... Goldene Rune... Schadervoll kriegen wir auch noch dazu. Sehr großzügig. Ups. So, es wäre sehr interessant, wenn das jetzt weg wäre. Dann hieße das, dass wir diese Zauber auch so angezeigt bekommen. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ich versuche mal gerade ohne Heilung durchzukommen. Sollte... Jo. Perfekt. Jo. Ne. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Aber kollabierende Sterne. Das war auch übrigens eine Kiste aus Dark Souls. Also wieder eine kleine Hommage an Dark Souls. Kollabierende Sterne. Okay, das ist sozusagen die zweite Stufe. Eine Schimmersteinzauberei. Feuert mehrere Gravitationsprojektile ab, die getroffene Gegner zu den Zaubern ziehen. Der junge Radan war ein wahrer Meister der Gravitationszauberei. Ich danke euch für eure Lehre. Nun kann ich selbst die Sterne herausfordern. Ah, okay. Das ist sozusagen... Ah, okay. Das ist so seine anfängliche Zauberei gewesen. Und das war dann so seine... Das, was er ja auch gemacht hat im Kampf. Cool. Muss ich gucken. Also, wartet, wir machen das zusammen. Es ist immer alles so umständlich, wenn man mal was macht. War Dead Catacombs. War Dead Catacombs. War Dead Catacombs. Was gibt's denn hier drin Schönes? Okay. Upgrade Materials. Ja. Golden Rune. Magic. Ja, okay. Magiefett. Ist egal. Silverblick Foul Food. Haben wir auch gesammelt. Ja. Und dann Soldier Ashes und... Ach so, Night Ochre. Das Rotmähen, das haben wir halt hier gedroppt. Okay, nee, dann haben wir doch alles. Field Bosses und Bosses. Tree Spirit. Putrid Tree Spirit. Hä? Moment mal. Hä? Das ist ein optionaler Boss. Okay. Wir haben hier drin einen Boss übersehen.
Und den werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Das erklärt, warum wir die Markierung hier noch haben. Dann denke ich mal, dass das Dungeon nicht abgeschlossen ist und deswegen das noch markiert wird. Beim nächsten Mal werden wir uns dann noch einmal ohne Guy, also wir werden beim nächsten Mal die Katakomben machen. Wir werden uns beim nächsten Mal die Katakomben von Limgrave angucken. Wir sind zwar viel zu stark, es wird ein bisschen lame, aber wir bekommen halt den Loot, in Anführungszeichen. Also beim nächsten Mal machen wir hier den optionalen Boss und dann gucken wir uns einmal in Limgrave die Katakomben an, dann gucken wir uns einmal in Lyurnia die Katakomben an, beim Altus-Plateau und letztlich beim Berggipfel der Riesen. Und ich denke mal, dass wir auch... Ne, hier gibt's ja keine. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.